Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch das Grundrezept für leckere und hauchdünne Crepes. Ich habe aus meinem Rezept klassischerweise Crepes mit Nutella gezaubert. Ihr könnt das natürlich auch mit Marmelade genießen, einfach nur mit Puderzucker oder anderen Süßigkeiten. Für den Grundteig benötigen wir 450 ml Milch, eine Prise Salz, außerdem 30 Gramm Zucker, 4 Eier, 180 Gramm Mehl und 60 Gramm geschmolzene Butter. Der Teig geht auch sehr schnell und einfach. Wir müssen lediglich alle Zutaten miteinander verrühren. Dafür gebe ich zuallererst die Eier, das Salz und den Zucker in meine Schüssel und verrühre das mit meinem Schneebesen. Anschließend gebe ich die Milch mit hinzu und auch die flüssige Butter. Nachdem wir dann alles schön glatt verrührt haben, geben wir das Mehl mit hinzu. Am besten funktioniert der Teig, wenn die Eier Zimmertemperatur haben und die Milch sowie die Butter lauwarm sind. Falls aber das Mehl sich nicht ganz mit dem Teig verbinden möchte, dann nehmt einfach euren Pürierstab. Den Schritt lasse ich eigentlich nie aus. Selbst wenn die Zutaten lauwarm sind, bilden sich manchmal diese kleinen Klümpchen und die sind dann nicht besonders schön. Deswegen pürieren wir das nochmal kurz für eine Minute. Nachdem das Crepeisen nun dünn mit Backtrennspray eingesprüht wurde, ihr könnt optional auch einfach Öl verwenden, gebe ich eine Kelle oder eineinhalb, je nachdem wie dick ihr es mögt, vom Teig auf das Crepeisen und verteile es schön. Was ihr hier nun im Schnelldurchlauf seht, ist, dass ich den Teig 2 Minuten lang von jeder Seite ausbacke. Ein paar Sekunden bevor die zweite Seite ausgebacken wurde, geben wir dann den Wunschbelag drauf. Wer mag, kann das dann auch noch verstreichen und anschließend ist unser erster Crepe auch schon fertig. Übrigens erhaltet ihr aus dem Teig 7 große Crepes oder aber 10 mittelgroße. Und hier sehen wir, wie einfach es eigentlich ist, Crepes ohne großen Aufwand zu Hause selber zu machen. Und natürlich ist es auch viel günstiger, als wenn man sich Crepes draußen kauft. Am besten genießt ihr die Crepes jetzt noch schön warm. Ich habe noch Puderzucker draufgegeben und mir das Ganze dann schmecken lassen. Falls euch das Rezept gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da und bestenfalls noch ein Abo, damit ihr auch keines meiner Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!